Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahadum mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir spielen als Kusch. In der letzten Folge haben wir ein paar Gebäude gebaut. Wir wollen versuchen, in Alut war das, glaube ich, genau, die Mission hier abzuschließen, dass keine freien Bauplätze mehr in den drei Städten vorhanden sind. Und wir haben ja die Infrastruktur weiter ausgebaut, wie gesagt, und sind nun dabei abzuwarten, was Ägypten macht. Im Grunde genommen, ach ja, Handelsrouten haben wir noch neu erstellt, ganz wichtig, schaut euch das an, das ist richtig spitze. Wir haben jetzt einen Überschuss an Elefanten, das ist Wahnsinn. Da dies die Hauptstadt ist, gelten folgende Boni für das ganze Land: Kriegselefantendisziplin plus 10%. Konnten anscheinend Blemien einen Überschuss an Elefanten erzielen in ihrer Siedlung und den konnten wir ihnen abhandeln, da das ja ein Tributstaat von uns ist. Des Weiteren haben wir uns überlegt, was könnten wir denn jetzt noch unternehmen? Wir haben hier im Süden ein paar relativ reiche Gebiete, ein paar relativ reiche Ländereien, die uns ja eigentlich schon ganz gut gefallen. Das Ding ist, die sind alle miteinander verbündet und die haben wirklich richtig viel Schotter. Wir sehen jetzt hier nicht, ob die den Schotter auch in Söldner umwandeln könnten. Das wäre eine Variante, dass wir die noch versuchen, ja, an uns anzugliedern. Zumal, schaut mal, die haben auch die gleiche Religion wie wir. Nur die Kultur müsste halt umgeändert werden. Wir haben jetzt noch, glaube ich, 5 Jahre Zeit, bis Ägypten wieder Nabatäa, Thamud oder so den Krieg erklären kann. Die Zeit könnte man nutzen. Und ich glaube, wir werden das auch machen. Das heißt, wir rekrutieren hier die Söldner und müssen natürlich hier unsere Armeeunterhalt wieder hochsetzen. Rekrutieren diese Söldner. Warum diese Söldner? Weil die vielleicht in der Lage sind, hier einzugreifen. Also von den drei Reichen hier rekrutiert zu werden. Und da werden wir denen das lieber abspenstig machen, dass wir die Söldner nehmen. Schicken die hierher, dass die sich ein bisschen Nahrung abzweigen können. Die dahin schicken, weil die Nahrung hier dürfte wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Wir probieren es einfach mal, ob es ausreicht. Des Weiteren hatten wir irgendwo hier ein Nahrungsmittelproblem. Wir werden die erste Armee dann dazu nutzen, um im Süden dort mit in den Kampf einzugreifen. Und da gab es 2 Siedlungen, wo wir durchaus was machen könnten. Hier zum Beispiel, dass wir ein Nutzvieh noch kreieren und hier in Adikrat genauso. Das heißt, wir brauchen hier 2 Sklaven und hier 2 Sklaven. Ne, hier 3 Sklaven sogar. Okay, Sazila. Die meisten Sklaven werden wir in den Städten haben. Aksum, Jeha und Aduli. Genau. Schauen wir uns erstmal Sazila an. Aus Jeha die Sklaven umsiedeln. 1, 2, 3. Das sollte schon ausreichen, um hier genau Nutzvieh nochmal zu produzieren. Und hier 2. Sklaven hin umsiedeln. Diesmal nicht aus Jeha, sondern wir werden die aus Aduli umsiedeln. 1 und 2. Und ebenfalls nochmal Nutzvieh kreiert. Und somit machen wir auch schon genügend Nahrung, um die erste Armee zu unterhalten. Die wir zwar natürlich dann sowieso erstmal abziehen, um halt hier Kriege zu führen. Und was wir natürlich vorher machen müssen, Einspruch fingieren gegen Mundien.
Provinz Mosilien. 2 Jahre wird das dauern. Dann ist das halt so. Schaut mal, schon machen wir bloß noch 18 gewinnen. Aber wir könnten uns sogar noch eine Söldnertruppe leisten. Das ist gut zu wissen. So, Söldner sind angekommen. Ja, Nahrung nimmt geringfügig ab, aber alles im grünen Bereich. Das heißt, wir können diese Armee auch noch gen Süden bewegen. Wobei, wir können noch eine Weile warten. Das dauert 2 Jahre noch. Wir hätten die Ansprüche zuerst fingieren sollen, aber die sollten rekrutieren. Das war eigentlich kompletter Quatsch. Wie lange wird das jetzt noch dauern, die Ansprüche zu fingieren? Ein Jahr. Na gut. Das war ein bisschen schlecht getimt von unserem Herrscher. Apropos Herrscher, wie alt ist der? 68. Ich hoffe, die Nachfolge ist geregelt. Andere Durchschnitt hier, der Typ. Leon Nippus Amit. Wir wollen doch bestimmt Nutzvieh haben, oder? Nee, nein. Wir wollen Edelmetalle handeln, machen wir doch gern. So, jetzt können wir die Armee mal langsam gen Süden bewegen. Was macht unser Erzfeind Ägypten? Nix. Sklavenanführer hält Rede in Kedurma. Ein hitzköpfiger und scharfsinniger Sklave mit einem Talent fürs Reden namens Hasiotef hat die anderen Sklaven in der Stadt Kedurma angestachelt. Die lokalen Behörden haben es bisher geschafft, die Situation unter Kontrolle zu halten, aber der dreiste Narr hält an der Korruptions- und Ungerechtigkeitsvorwürfen des politischen Systems fest, wobei Maneto der erste Amit besonders unehrenvolle Erwähnungen erhält. Die Sklavenbevölkerung der gesamten Provinz Südnubien hat inzwischen von diesen Vorwürfen gehört und die Stadtelite und die Sklavenhalter fordern nun sofortige Maßnahmen, um den Status quo nicht weiter zu gefährden. Sie fordern, dass jeder Sklavenaufstand niedergeschlagen wird, noch bevor diese sich in einer gewaltigen Rebellion erheben können. Wir könnten sagen, fast in Unruhe stifte und seine Anhänger und kreuzigt sie alle. Wir würden richtig viel Tyrannei bekommen. Sklavenlokale Zufriedenheit würde zurückgehen um 15%. Würde ich sagen, teilt die Kurve und kümmert euch um den Anführer. Die lokale Produktion von Sklaven würde zurückgehen und wir würden 15 Politikeinfluss verlieren. Würde ich sagen, Hasiotef könnte noch nützlich sein. Wir würden einen neuen Charakter bekommen, würden aber auch ordentlich Beliebtheit verlieren. Oder wir sagen, und wenn schon, ist uns alles schnurzpiep egal. Das machen wir auf keinen Fall. Lokale Produktion von Sklaven. Südnubien. Wir schauen uns mal Südnubien vorher an. Das ist das hier.
Zu mehr als zwei Dritteln besteht Südnubien nur aus Sklaven. Das ist krass. Makedonisch ist das ganze Gebiet. Aha. So sind sie ja noch gar nicht aufgefallen. Sollten wir mal die Provinz. Politiken umändern. Nord- und Südnubien, Makedonisch. Das geht ja gar nicht. Was machen wir jetzt mit dem Sklavenanführer? Also, es wäre interessant zu sehen, was das für ein Typ ist. Wir machen das mal. Es kostet uns zwar 10 Beliebtheit und 10 Politikeinfluss, aber ich bin einfach mal gespannt, was das für ein Mensch ist, dieser Sklavenanführer. Hasiodev könnte noch nützlich sein. Wir befördern ihn. Hasiodev Ja, Mann. Ja, das hätten wir uns kein Schenken. Das ist eine Napsülze. Er ist faul. Er ist ein Flottenkommandant. Aha. Und er hat die Eigenschaft Silberzunge. Ne, das war ein Schuss in den Ofen. Okay. Rekrutenreserve steigt. Wer ist gestorben? Er war ein Forscher. Kein besonders guter Forscher. Jedid-Familie. Da haben wir hier einen, der ist 21. Einen Siemer. Nehmen wir den rein. Wir haben 900 Gold, das heißt, wir können ordentlich Erfindungen raushauen. Belagerungsingenieur Scorpio. Eine kleine Menge Menschen. Was? Eine kleine gegen Menschen gerichtete Variante der Belagerungsballista. Die Scorpio wurde bei längeren Belagerungen mit tödlichen Folgen eingesetzt. Ich glaube, das ist so eine riesen Armbrust, wenn mich nicht alles täuscht. Bürgernationale Produktion klingt auch sehr gut. Hypokauste. Armee-Moralerholung aber auch. Wir nehmen die Armee-Moralerholung. Regimentsstandards. Unser Militär operiert in verschiedenen Einheiten, in denen jede mit einem Symbol oder Standard assoziiert wird. Hat jeder Soldat eine vertraute Ikone, mit der er ein Gefühl des Einheitsstolzes entwickeln kann? Gekauft. Der möchte mit uns handeln. Getreide. Das ist durchgegangen, dass wir jetzt den Anspruch hier haben und wir werden denen den Krieg erklären. Die sind nur mit Mostilien verbündet, aber die sind halt in der Verteidigungsliga. Himchar würde uns sogar zu Hilfe kommen. Die Frage ist, brauchen wir die? Sagen eher nicht. Den sollten wir eigentlich klarkommen. Die Frage ist halt, ob die Söldner rekrutieren. Da unten Gold haben die genügend, diese drei Staaten. 11.000, 16.000 Gold zusammen. Das ist einfach Wahnsinn. Wir erklären euch den Krieg. Ohne, dass wir die Verbündeten rufen. Wobei, theoretisch können wir ruhig die Verbündeten rufen. Ach nee, wir rufen die nicht.
Wenn es schlecht laufen sollte, die Agri, könnten wir die immer noch dazu rufen. Auf geht's. Himcha und Quetta könnten wir hineinrufen. Wir belassen es erstmal dabei. Beschleunigung auf Stufe 4. Das sollte hier unten eigentlich relativ schlauchförmig sein. Die Gebiete. Oder sind relativ schlauchförmig, seht ihr das ja. Ereignis. Wohlstand. Unter der Führung von Tolly Margo konnte Kush gedeihen. Einige unserer Berater empfehlen die Einführung einer neuen Steuer, damit die Staatskasse an dieser wohlhabenden Ära teilhaben könnte. Steuern national ist 15%. Er verliert 15 Beliebtheit, ist ohnehin schon total unbeliebt. Oder wir sagen, wir brauchen kein Gold. Mit Sicherheit werden wir das nicht sagen. Wir nehmen die Steuer. Belagerungsfähigkeit. Was hat er hier? Ja, 25. Die Söldner sind bedeutend besser darin zu belagern. Veteranen ziehen weiter. Kennen wir für jede Folge. Für jede Wolke. Unruhe und Steuern. Wir gehen nach oben und wir bekommen nochmal 2000 Rekrutenreserve dazu. Sagen wir nicht nein. $800, das können wir hier noch an Erfindung uns leisten. Wir nehmen diesmal die Hypokauste. Plus 5% Bürger nationale Produktion. Die Römer leisteten Pionierarbeit bei der Schaffung einer Fußbodenheizung. Mit einem komplexen System von Rauchzügen und Öfen war die Hypokauste eine seltene, aber prestigereiche Ergänzung für Villen und Badehäuser. Ja, da kommen Söldner. Hat mir ja befürchtet. Sie halten die noch zurück, weil die sicherlich die Moral noch nach oben bringen wollen. Nutzvieh aus Napata. Da können sie kriegen. Elian. Wir werden die frontal angreifen, unseren 35.000 Mann, sobald die Belagerung hier durch ist, mit Gewaltmarsch reinrennen. Oh, schaut mal, die nehmen uns das ab. Wann kommt ihr denn an? 28. Februar. Sobald die fest sind, nehmen wir die erste Armee noch mit rein. Jetzt. Selbst das wird eine knappe Kiste. Und da kommt es zur Schlacht. Aber unsere erste Armee bekommt das hin. Wir biegen es einfach um, uns Kriegselefanten.
machen einen guten Job, genauso unsere schwere Infanteristen. Sehr schön, wir sind siegreich. Aber immerhin auch über 6000 Mann verloren. Belagerung ist durch. Wir haben gewonnen. Ja, ab und zu mal gucken, was Ägypten macht. Nennt mich paranoid, aber sicher ist sicher. Okay, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert meinen Kanal. Wäre spitze, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schmeißt einen Kommentar in die Kommentarzeilen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Sahadum zockt Imperator Rom mit Kusch. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.